So, moin Leute, wir sind wieder da. Genau. Und wir testen jetzt den Eispilz. Den Eispilz? Im nächsten Level. Und da wollen wir mal schauen, wie wir da alles so einfrieren. Ja, mich auf jeden Fall hoffentlich nicht. Nee, das wäre nicht so gut. Ich liebe eingefroren zu werden. Ja. Oh, hier, der Michael Jackson Zombie, ne? Tanzzombie. Das sieht eher aus wie Elvis Presley. Oder Elvis Presley, ja. Ja, Michael Jackson war ja so ein bisschen, bisschen, ja, weiß ich auch nicht. Ja, weiß ich auch, ja. Aber von der Frisur würde ich eher so sagen, so ein bisschen so Elvis. Ja, wird auf jeden Fall nachher schön für uns tanzen. Wenn wir ihn nicht vorher einfrieren, ne? Okay. Ist ja auch für die Sache. Mal gucken. Obwohl, manchmal könnte ich mich dann auch mal ganz gerne einfrieren, eine Stunde oder zwei. Jo. Ah, jetzt haben wir so einen Grabfresser wieder. So, den muss ich auf jeden Fall mit dazu nehmen. Da werden wir so öfters mit zu tun haben mit diesen Grabfressereien. Auf jeden Fall. Jo, sieht doch ganz gut aus. Dann legen wir mal los. 3, 2, 1, los. Ja, das war eine gute Idee mit den Grabfressereien, weil ja. Du siehst du? Und es geht jetzt immer nur nachts, ne? So am Anfang war das ja am Tage. Ja, aber nachher wird das wieder Tag. Nachher kriegen wir auch noch einen Swimmingpool, den müssen wir auch noch bewachen. Da hast du mir irgendwas von erzählt. Genau. Annabelle meinte, dass die bei dem Level ist, wo man auf dem Dach steht. Mittlerweile. Ah, ich bin ja leider auch noch nicht mit dem Dachlevel, aber... Ja. Ich hab keine Ahnung. Die greifen uns irgendwie überall an nachher. Scheiße. Ja. Auf jeden Fall eine sehr schöne Musik. Ja, ich glaube, vielleicht sollte ich mir die heute Nacht anmachen, nochmal eine ordentliche Schmerztablette nehmen, schlafen und die Musik an, dann schlafe ich bestimmt ein. Ja, passt aber ja zu den Zombies, so wie die laufen hier, ne? Ja, ich laufe ja auch nicht besser rum heute. Ich fühle mich ja auch gerade wie ein Zombie. Also ich weiß, die Zombies ja tot, aber nur zu faul umzufallen, ne? Ich meine, ich finde es jetzt auch nicht aggressiv oder so, wenn Zombies den Kopf verlieren. Nee, aber ist nicht so gesund, ne, wenn der Kopf daneben dir liegt. Ja, du, wenn ich das könnte, dann bräuchte ich deinen Papa nicht mal zum Haarschneiden. Dann könnte ich mich selber Haarschneiden. Ja. Rasierer und dann einmal durch. Ja, so, gib ihm alles. Auch früher habe ich das immer gemacht, ne? War ich noch Single, dann durfte ich das. Aber heute kriege ich ja Ärger. Heute ist man ja gleich wieder Skinhead, ne? Ja, dann habe ich einfach auf 9mm die Maschine gestellt und zack, runter, ne? Ja. Dann sah ich immer aus wie Glatze Kraut. Und dann kriege ich gleich nochmal eine meine Decke. So, heute stehen die meisten ja mehr so auf langhaarige Bombenleger, ne? Ja, aber ich bin... Darf ich aber natürlich auch nicht so sagen, aber... Ja, wir sind aber so. Ich bin auch kein Bombenleger. Doch, ich war mal einer, ja, stimmt. In den 80er, 70er, 80er Jahren. Wo wir dann unsere Nachbarn mit in die Spendierung. Da habe ich dann Bomben auf die Frontex. Okay. Um unsere Nachbarn zu. Da kommt er, ja. Jawohl, er macht richtig Stimmung hier. Ja, los, dance. Tanz für uns. Die gehen ja richtig ab, wa? Ja. Das hat sich ausgetanzt. Ja, aber einer gibt noch alles da. Oh, er hat den Kopf verloren, er hat den Kopf verloren. Also wenn ich das nächste Mal in Bensasil mit deinem Papa auf der Bühne tanze, sollte ich nicht den Kopf verlieren. Nee, es hat ja auch nichts, ne, wenn er verloren geht. Nee. Einfrieren. Ja. Oh. Oh, tanzen sogar noch weiter. Party! Tja.
Und da gehen wir wieder richtig. Obwohl, ich finde das gar nicht so besonders mit dem Eisbild. Die haben dann einmal cooles Schock gefrostet, danach waren sie ja wieder da. Ja, dann kannst du das Ding eigentlich vergessen. Die sollen die ja töten. Guck mal, du hast noch einen Pilz. Jawohl. Der explodiert. Jetzt hast du vergessen, die Grabschale wegzumachen. Jawohl, die beiden noch. Passt ah, egal. Zerstört einen großen Bereich und er lässt einen Krater. Yes. Ein Vor- und Nachteil. Er zerstört ziemlich viele. Nur wo das Ding hochgegangen ist, kannst du erstmal nichts mehr pflanzen. Oh, das ist doof. Das ist natürlich hier schon besser. Ja, das auf jeden Fall. Weil das bringt dir ja nichts, wenn du. Ja, die Zombies kommen durch, aber du kannst da nichts pflanzen, ne? Und auch nichts hochgehen lassen mehr an der Stelle erstmal. Mhm. Ist natürlich ein Problem, ne? Ja. Dann suchen wir mal aus. Weil ist das jetzt zu früh. Ja, klar. Ja. Schauen wir mal. Das eine Level soll man erst noch schaffen in der Sendung. Auf jeden Fall. Die finde ich besser, siehst du, diese Kirschen. Weil ja, diese anderen Unheilspilz, der ist blöd. Was kostet ja 150, ja. Ah, kriegen wir wohl noch hin. Ja, obwohl, wir brauchen diesen Fliegengitterpilz, ne? Ja, ist besser. Ja. Okay, legen wir mal los. Weil da habe ich schon einen gesehen mit seinem Fliegengitter. Oh. Die Grabsteine. Ah, oh, das dauert immer so lange, bis man... Ja, diese verdammten Sonnen, ne? Es wird aber nachher wieder Tag, also... Kann sich nur noch hier im Spiel um ein paar Tage handeln. The zombies are coming. Ja, kommt. Okay, kommen brauchen sie nicht, erscheinen reicht. Ich weiß nicht mehr, ob die noch kommen können. Das weiß ich allerdings auch nicht, und möchte ich auch nicht wissen. Deshalb wird schon einiges abgestorben sein, ne? Ja. Obwohl, man kann auch sagen, mit fast 45 ist bei mir auch schon einiges abgestorben. Oh. Aber ich will da jetzt nicht in die Details gehen. Ja, nee. Weil die auch Kinder zugucken. Ja, klar. Zuhören. Obwohl, die würden sich halt eher kaputt lachen. Ja, das stimmt. Also, auf einem gewissen Alter wird man ein bisschen ruhiger. In dem Punkt. Natürlich. Yeah. Ja. Und dazu kommt noch erschwerenderweise, dass ich einen dicken Kiefer habe. Das ist drei. Ja, das kann man vorstellen. Ja, liebe Leute, kann sein, dass diese Folge jetzt etwas länger wird, wie 15 Minuten. Macht aber nichts, dafür waren die anderen noch nur 10 oder 11. Aber wir unterbrechen natürlich nicht mit dem Play. Das wäre definitiv scheiße. Leute, wir sind nicht bei RTL. Der spannendste Teil kommt nach der Werbung. Ja, nee, das ist gut. Und dann sehen Sie nach der nächsten Werbung, wie der Geo aufs Klo geht. Und in der übernächsten Werbung sehen Sie dann, wie der Peter aufs Klo geht. So ungefähr, ne? Ja. Ja, die Zombies gehen mal wieder alles, ne? Ja. Aber eins finde ich ja toll. Wir brauchen keine Leichen zur Seite zu machen. Ist das schon mal aufgefallen? Ja, das stimmt. Du musst nur Grabstein beseitigen. Ja, jetzt kommt wieder so eine Welle. Ich weiß nicht, ob das die letzte ist oder vorletzte. Nee, das ist wieder so eine Zwischenwelle. Eine Zwischenwelle. Oh, geil. Die habe ich auch manchmal ganz gerne. Ja, da kommen sie wieder alle. Ah.
Na? Hier? Kommt ihr auch durch bis zu uns oder seid ihr schon alle vorher tot? Stark sind sie jetzt ja auch nicht. Auf jeden Fall. Ja, genau. Dass wir so eine Frontlinie haben hier. Ah, nein, ich nicht. Es gab das ist jetzt auch. Ja, aber, also. Ja. Bei mir ist das schon mal eine Art, die man davor gesetzt hat und gleich aufgefressen. Ja, das ist dann immer ein bisschen blöd, ne? Lass mich den auf am Eck. Ja, komm. Weg da! Geil, oder? Ja. Und so habe ich dann immer diesen komischen Jumper explodieren lassen. Ja. Ich glaube, ich muss mal irgendwann mal Geld sparen noch für ein anderes Headset, dass wir dann mal beide eine vernünftige Stimmqualität haben. Ja, klar. Und wie gesagt, du musst laut sprechen noch. Ja, mach ich. Ja. Sonst verstehe ich die Zuhörer und Zuschauer nicht. Auf jeden Fall brauchen die Zombies mal eins, neue Grabsteine, die sind alle weg. Ja, aber es ist unser Geld. Ja, klar. Oh, ich bin so very müde. Na? Ja, Zombies. So gut aus für euch, oder? Alle Grabsteine entfernen. Yeah! Ja, guck mal, okay, wir haben ja jetzt 2440. Da können wir ja bestimmt später besseren Platz kaufen, oder? Ah, das dauert ein bisschen. Ich glaube 8000. Oder 800? Keine Ahnung. 7000 oder so, glaube ich. Ah, so, okay. Unser Deputy Dave. Jetzt kommen sie. Die letzte Welle. Na, kommt. Los, wir warten auf euch. Die letzte Welle. Ja, ist er wieder. Gleich weggesprengt, ey. Das war's dann wohl mit euch, Leute. Das war was für Elvis. Elvis ist in die Luft gesprengt. Ja. Mädchen, ihr dürft wieder heulen. Wir haben Elvis in die Luft gesprengt. Ihr Schweine! Ja. Oh, eine schöne Nachricht von den Zombies. Ja, ja, das bin ich auch schon drauf reingefallen mit dieser Erklärung. Ja, ach, das machen wir so. Hallo, wir kommen gleich auf ein Häppchen vorbei. Wären Eis und Gehirne, soll das bestimmt heißen. Gehirne. Okay, herzlich die Zombies. Okay, und das gucken wir uns dann in der nächsten Sendung an. Okay, ihr Lieben. Bis tschüss. Denn.